Willkommen zurück, Leute, zur dritten Staffel Plug and Jay. Juhu! Ja, Resident Evil ist vorbei und wie versprochen gibt es dann am nächsten Montag darauf direkt Plug and Jay. Und was machen wir? Wir starten mit einer Folge Reus. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich meine, es wäre von einem Holländer gemacht, entwickelt und deswegen heißt es Reus. Obwohl ich ja natürlich sagen muss, ich als Dortmunder Fan finde Reus natürlich weitaus angenehmer. Das ist ein Indie-Spiel und wie habe ich mir dieses Mal die Plug and Jay Staffel vorgestellt? Habe ich ja schon in Facebook geschrieben, wie das laufen wird. Aber ich sag's nochmal für die Leute, die halt Facebook nicht haben. Ich werde jeden Wochentag ein bestimmtes Spiel zuweisen. Beispielsweise jetzt montags Reus oder Reus. Und wenn das dann fertig ist, nehme ich mir irgendein anderes Indie-Spiel, worauf ich gerade Bock habe, ehrlich gesagt. Oder mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, montags wird es Reus geben, Dienstag wird es eine Folge League of Legends geben, wo ich ein Ranked zocke, die Road to Bronze quasi sozusagen. Mittwochs gibt es dann eine Runde Baller mit Battlefield 3, donnerstags haben wir, jetzt muss ich kurz überlegen, FIFA. Und freitags Formel 1, ja, das ist natürlich auch wieder dabei. Samstag machen wir dann Hunger Games, ja, das haben wir ja eigentlich voll vernachlässigt bei uns auf dem Pete's Meat Channel. Und sonntags gibt es dann eine Runde Call of Duty. Sims 2, 3 fällt halt weg. Also ich hatte irgendwie keine Lust mehr, jeden zweiten Tag Sims zu machen. Ich hatte auch generell halt nicht mehr so viel Lust auf die Sims. Ich warte jetzt auf die Sims 4 und das wird bestimmt dann wieder gezockt. Und ja, ich bin gespannt, wie euch das so gefällt, wenn ich jetzt jeden Tag, also montags jetzt immer Reus spiele, dienstags jetzt beispielsweise mal LOL. Ich bin gespannt, wie was bei euch ankommt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt. Reus wird jetzt hier total blind sein. Na, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß nur, dass man eine Welt erschaffen muss, sozusagen. Game Mode Beginning, Era First. In the beginning, there is only an empty planet. Start. Wir haben so komische Riesen, die beispielsweise Wasser erschaffen können oder Erde oder Sumpf oder Wald, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Das habe ich gelesen. So, und das hier ist unser cooler Planet. Ich spiele jetzt hier erstmal das Tutorial durch, weil ich habe halt null Plan. Sieht irgendwie aus wie eine Eizelle. Introduction. You have awakened from your slumber. You find your surface dry and barren. It is lifeless. Ich entschuldige jetzt schon mal mein unfassbar geiles Englisch. Ich habe Englisch in der 10. Klasse abgewählt. Zoom in and zoom out using the mouse wheel or the up and down arrow keys. You can always press the question mark, heißt es glaube ich, for extra info. Ah ja. Okay, verstehe. Ah, und so kann ich drehen. Alles klärchen. Use the left mouse button to click and drag the planet. You can also use the arrow key to move left and right. Ach, arrow key, das ist ja voll ätzend. Create the giants using what little strength you have. You create the ocean giant and the rock giant. The instruments of your will. Hammergeil, ja. Wir sind ja so geile Tiere. Ja, machen wir doch mal so einen kleinen... Ja, das ist der Ozean-Typi. Und das hier ist irgendwie der Stein-Typi. Ich bin gespannt. Also man siedelt nachher dann seine eigenen Völker an und kann die gegenseitig aufhetzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen... zum Minecraft-Faktor kommt mir so vor, oder wie heißt das andere Spiel, was Bram immer gespielt hat, Don't Starve. So, jetzt laber ich aber nicht so viel. Your goal is to have life roam your surface eternally. And to start, you will turn this dry wasteland into a paradise. Das hört sich doch gut an. You can click on a giant or its portrait in the lower left corner with the left mouse button to view its ability bar at the bottom of the screen. Da. Yeah.
You can use the right mouse button to click on patch of a land to order the select giant to move the rock giant and ocean giant towards each other. Muss ich das eigentlich übersetzen? Fällt mir mal gerade so ein. Weiß ich nicht. Eigentlich sitzt er ja selber. Wir müssen die jetzt aufeinander bewegen. Kann ich die nicht? Wieso geht's nicht mit Klick? Ach doch, geht wohl. So. Ups, jetzt ist mir gerade eine Flasche umgefallen, aber die war zum Glück leer. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben sie aufeinander belegt. Tap Spacebar to pause. To pause the game. And to unpause the game. You can still issue actions for your giant by paused. Ach cool, kann ich das? Ah, ja, natürlich bewegt er sich da nicht. Ja, ist ja logisch. You can use the left mouse button to click on the patch of a land and view its statistics, bla bla bla, in the upper corner, right corner of the screen. What is in that wasteland? No natural source. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Dry wasteland cannot sustain any life and must be terraformed in order to become habitable. Ja, dann benutzen wir mal jetzt hier den Ozean-Spacko, um Ozean zu erschaffen. Hier so, zack. Oh, das machst du aber schön. Hack, 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 hack. Er hat voll die Michael Jackson Powerlocke da vorne. Bisschen wie Gronk. Sieht ja auch mal so ein Härchen runtergucken. Oder ein Haar, Stück. ja, da haben wir jetzt ein schönes Loch in den Planeten gehauen. Sieht natürlich sehr schön aus. So, jetzt haben wir Ozean gemacht. Und jetzt sieht man ja, hier drumherum ist es jetzt nass. Well done, oceans are the first step in creating life. You sense something trembling beneath your surface. Bla, bla, bla. So, das ist dieser Waldgigant. Der sieht aus wie ein Affe. Und mit dem können wir dann alle geile Scheiße machen. Ja, der Forest Giant flows with life. It powers will allow to create lush forests. Dann machen wir das doch mal. Dafür müssen wir wahrscheinlich in der Nähe, ja, siehst du hier, da musst du ja das Wasser in der Nähe haben. Dann machen wir das doch jetzt hier einfach mal hier hin, oder? Na komm, scheiß drauf. Einfach machen. Kann ja nicht so viel falsch passieren. Zack. Und der Planet lebt so langsam. Yes, hammergeil. Wir haben unseren ersten Wald. You sense the life flowing back into your core. The rock giant has gained a new ability. Oh. Eine neue Attacke vom Rock Giant. Was können wir jetzt machen? Wir können einen Mountain raisen. Dann machen wir hier doch direkt. Weißt du was, wir machen das hier dran. Kann ich so eine Wüste, kann ich doch bestimmt, da brauche ich kein Wasser für, oder? So, hier machen wir hier so einen Rock. So. Jetzt kann ich hier natürlich auch parallel steuern. Aber die fallen zum Glück nicht runter, wenn sie auf dem Kopf stehen. Ist natürlich schlecht. Ui. So, mal gucken, was der jetzt da Schönes macht. So, jetzt sieht das aus, als ob dieser Planet dicken Pickel hätte. Ist natürlich nicht so lecker. So, haben wir jetzt eine Wüste gemacht. Okay, excellent. Mountains can also cancel out oceans. Achso, okay. Use all your abilities to cover at least half of your patches in habitable land. Okay. Ja, dann nehmen wir dich hier doch nochmal. Machen dann hier nochmal einen Ozean dran. So. Dann kannst du da hingehen und machst hier nochmal dann deinen Wald dran. Und daneben kommt dann hier nochmal eine Wüste hin. Oder? Ja, komm, wir machen jetzt hier nochmal so einen Planetenhaufen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier direkt neben nochmal so einen Berg setze? Klappt das auch? Oh, wir können die parallel jetzt hier machen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Oben wird jetzt Wald gemacht. Hui. Bumm. Und da unten macht er schön Wasser. Und der andere macht jetzt... Okay, der andere macht nichts. Du sollst dann einen Mountain machen. Hopp. Aha. Jetzt macht das doch.
So. Sehr schön. Doppelpickel. So, was müssen wir jetzt machen? So langsam sieht das doch hier aus nach einem Planeten, den man bewohnen könnte, oder? Well done. You have accomplished your goal. You've learned to create oceans and forests, mountains and deserts. You hope the life blooming from your lands will remain while you slumber. Click to continue and to view all your achieved developments during this game. Okay, es ist jetzt der erste Teil. Aha. Ach, guck an, da haben wir auch noch direkt schöne... Wie heißen die Dinger? Achievements. So, play next tutorial. Dann machen wir jetzt mal hier in der ersten Folge direkt in einem durch, denke ich mal. Okay, was müssen wir jetzt machen? Welcome to the second era. You can always press Fragezeichen for extra info. Use the next button for the next step, bla bla bla. Once again you have woken from your slumber, bla bla bla. Du bist wieder da und dein Planet ist wieder für den Arsch. Dann holen wir mal wieder die komischen Dinger. Hier die ganzen Giants. Ja. Wir haben alles wieder erschaffen. Wir sind so geile Tiere. Aber wir sind so ein geiles Tier generell. Dass wir hier doch nochmal alles erschaffen. So, da fehlt uns aber noch einer der Giants. So, you sense a... bla 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 bla. Was? You sense a faint spark of life somewhere deep down below. It is asking for a surface to live on. Ah ja. Dann müssen wir doch mal einen Forest raisen. Können wir natürlich noch nicht machen. Wir müssen erstmal auf den, auf die Mongo-Krabbe hier warten. Hoppi, hoppi, hoppi. So. Das ist aber fein gemacht. Kann ich hier nochmal einen tieferen Ozean machen? Warum müssen das dann... Achso, dann geht es einen noch da links niedriger, ne? Ah ja. Okay, wir machen einfach nur mal einen Wasserozean. Das wäre auch mal schön. Use the forest to raise a forest at least 10 patches. Mhm. Wie machen wir das denn dann? Können wir nochmal hier so einen hinsetzen? Dann haben wir so ein ganz verbundenes Stück Wald. Komm her. Du musst da hin. Irgendwie so. So, das lassen wir hier erstmal weg. Deine sehr beruhigende Musik hier. Guck mal, wie er lächelt, wie verschmitzt. Das kann ich gar nicht sehen. Ich will dir gucken, dich angucken. Ui. Guck mal, da sind Möwen schon. Wir haben schon hier Lebewesen. Es gibt sogar Möwen im Wald. Gibt es auch schon kleine Tierchen? Irgendwie nicht. Oder Fische? Irgendwie nicht. Oh. Achso, wir könnten auch Next drücken. Well done, you sense a change. Somewhere in the cave, something small has awakened. Ah ja, ja. Was Kleines hat in einer Höhle, ist wieder da. Forest Giant hast eine neue Ability. Was können wir denn da? Eine Fruit Plant. The Forest Giant makes a plant rise from the ground. Fruit Plants give food. Und setzen wir doch mal einfach hier so ein Futterding hin. Mitten in die Mitte von dem Wald. Mal gucken. Lava, da kommt was. Mit Esel. Die ersten Lebewesen. Juhu! So. Okay. Use the Forest Giant's Fruit Plant ability to place some plants in the forest. Ja, das haben wir ja gemacht. As soon as the humans settle, all their thoughts and feelings flow back into you. Oh, du bist so geil. Ist wie Black and White ein bisschen. It would be wise to learn as much from these humans as you can. So, click on the village to see the village borders light up beneath. Each end of the village border is marked by a bunker oder boy. Also das hier und das hier wahrscheinlich.
Forest Legion Castle. Da haben wir Futter. Das hier ist Legion Castle. Kann ich das umbenennen? Nein. Hier ist noch nichts. Okay, wir wollen Bananen. Und Blumen. Hatte die reden gerade. Das macht's aber schön. Da baut mal schön. Was müssen wir denn jetzt machen? Ja, next. Placing plants, animals or minerals within the village borders will generate resources. Villagers want to grow by using food, wealth and technology provided by you. Okay, jetzt nochmal hier so ein Futterding hinsetzen. Oder bringt das nichts? You can tap Steuerung to cycle oder Control to cycle through additional info about what the patches are currently producing. Okay. Ah. Hä, was ist das denn? Blätter? Natura can create great bonuses with synergies. Ah ja, does not stack with Natura from other sources. Natura influences all patches in the range, but the value on the patch is the highest of the influences. Ah ja. Gut. The blueberry is providing 5 food, so the maximum food the villagers can use is 5. Sehen wir ja hier. Und 5 haben sie auch. Das heißt, sie sind ziemlich glücklich, oder? The village resources can be viewed by selecting the village and viewing the village panel in the upper right corner. 25 von 25 Leben. Wealth haben sie noch nicht. Die haben gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja. You can see how much food is being used. 5 von 5, ja, ich wunder. And how much food there is available within the borders. Okay. Gucken, wo ich denn noch das Futter hinsetzen muss dann. Oh, ach so, hier ist die Reichweite. Place some more fruit plants within the borders and see how it affects the villages. Dann setzen wir das mal dahin. Aber ich möchte auch mal einmal außerhalb das hinsetzen und gucken, ob die dann auch noch was davon abkriegen. Oh, jetzt haben sie 5 von 10. Jetzt müssen sie ja wohl hier mal richtig Futter haben. Next. As you can also see in the village panel, these 2 blueberries are now generating 10 food. This will eventually lead the to 10 food being put in use. Ah ja. Wir können das verschnellern, indem wir extra Resources hinzufügen. Umso größer die Differenz zwischen food in use und food in borders ist, the faster the food will in use will grow. Achso, okay. Umso größer der Unterschied ist, umso schneller wird es wachsen. Alles klar. See if you can raise the food above 12 using the fruit plant ability. So, jetzt passen wir auf, jetzt mal das Ding mal da hin. Was passiert denn jetzt? Ging das immer noch ab? Oder muss das da drin sein? Gute Frage, gute Frage. Keine Ahnung. Wir haben mal ein schönes Dorfzentrum. Vor allem haben die keine Arme. Der hat keine Arme. Doch, hat er wohl. Hä? Wir reden über Äpfel und Bieren. Äpfel sind unsere Lieblingsspeise. Oh, aber Bananen sind auch geil. Und Blumen und Wetter und... Oh, und da hast du nicht gesehen. Ja, dann setzen wir einfach daneben doch mal so ein Ding noch. Scheint ja nicht zu helfen. So. Hopp, hopp, hopp. Kann ich das noch ändern? Ah, 8 Stärke, sind glücklich. Ganz viel Futter. Was ist denn da, das Niesen? So, jetzt haben wir gleich 12. Boah, die können ja nur Blaubeeren essen. Muss ja voll eklig sein. So, hopp. Sammel schneller. Du kleine Maid. Ja, gleich haben wir es geschafft.
Ja, schon hier direkt abgeholzt. Typisch Menschen. Direkt erstmal den Wald abholzen. Wir müssen gleich ein Krombacher Regenwaldprojekt starten. Aber erstmal brauchen wir Bier. Well done, the village is growing and the people are gaining knowledge. They have started building something of their own. Aha. Was ist denn das jetzt? The village has started building a granary. Was ist denn eine Granary? And they need your help. Building the granary project has allowed the villagers to gain a specialization. Click on the project patch to view its specialization in the upper right corner. Mushroom eaters plus 15 for each mineral within borders. In den Grenzen. Für jedes Mineral. Wir haben kein Mineral. Bringt uns nichts. Wir haben ja noch nicht den komischen Typi. Ja, also die Spezialisierung braucht Mineralien für den Boost. Und your giants lack the skill to create these minerals. Completing the project could help remedy this. Wie mache ich das denn jetzt fertig? Above the Specialization tab, you will see Projects Objectives. 14 von 20. Requires 20 food in the city, currently has 14. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen Futter. This will be an easy task. Luckily it seems the ocean giant has now grown stronger and gained a new ability. Okay. Dann würde ich sagen, was kann er denn machen? Er kann Animals machen. Lol. Wieso kann denn der Ocean Giant bitte Tiere bauen? Vor allem Hühner. Also Fische ist ja in Ordnung, aber Hühner? Okay, wir machen jetzt erstmal so Dinger hier. Wird schon passen. Mach mal. Bin ich immer gespannt. So. This will be no easy task. Luckily it seems the ocean giant has no... Ach so, hatten wir ja schon. All animals have an area of effect. Click on the animals to view their range light up beneath. Ja, ja. So, und jetzt haben wir hier dann 9. Ah, ich kann das Ding nicht nochmal da drauf planten, oder? Oder macht er das jetzt weg? Ah, okay. Also wenn man zwei Dinger daneben aneinander hat, dann kostet das ganz schön viel. Also zweimal Tiere geht nicht. Dann können wir hier nochmal Tiere hinsetzen. Okay, wieso können wir das nicht wieder wegmachen? Was ist denn der Scheiß? LOL, wieso brennen die denn jetzt? What the fuck? Das Spiel ist abgestürzt. Wie geil ist das denn? Ja, aber geil, ich habe die Welt zerstört. Sehr, sehr gut. Ja, was machen wir denn? Eine kurze Pause, würde ich sagen, ne? So, nachdem wir jetzt so fies kaputt gemacht wurden, warum auch immer, weil das Spiel abgestürzt ist und plötzlich alles gebrannt hat. Ich habe keine Ahnung, warum, weil die Animals irgendwie alles platt gemacht haben oder sowas. Müssen wir uns jetzt hier mal im Schnelldurchlauf nochmal durchklicken. Finde ich ein bisschen schade. So, komm, hopp. Gib Gas. Das ist jetzt echt ein bisschen behindert gewesen, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich nicht, was das sollte. So. Du gehst wieder dahin, du gehst hier hin. Hoppi, hoppi, hoppi. Wir haben doch alle keine Zeit. Hier, zack, Fruit planten. Jetzt direkt da nochmal hinbauen. Währenddessen kann der andere da weiterbauen. Das war jetzt echt seltsam.
dass das Spiel mal eben abgestürzt ist. Das ist natürlich schlecht. Weiß gar nicht, wo genau der Cut dann ist, aber ich denke mal, ich werde das dann schwarz weiterlaufen lassen, das, was ich geredet habe. Oh, Kogan. Die sind direkt am Wasser. Aha. Bla, 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 bla. Placen wir doch ein paar mehr Fruit Plants. So, dann machen wir den mal hier wieder weiter. Hä, wieso macht der denn da jetzt nichts hin? Hopp. Jawohl, sehr schön. So. Machen wir den Wald größer. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier so eine Randgruppe haben. Mal gucken, wie das wird. Wieso muss ich das jetzt über 8 risen? Ist ja strange. Komm, sammelt mal ein bisschen schneller. Tja, da kann ich ja nirgends. Kann ich da? Ja, Wasser, Wasserfruit oder wie? Was kommt denn jetzt? Mal gucken, was passiert. Wenn ich da jetzt Fruit plante. Lol. Ein Stück Holz kann ich da planten. Na top. Das hilft uns ja nicht sonderlich viel. Vielleicht hätte ich nicht das am Ozean bauen sollen. Komm, sammel mal schneller, du Bitch. Blödes Dorf. Blödes Abstürzen. Das war jetzt echt ein bisschen uncool, muss ich sagen. Nee, der kann schon mal rüberlaufen. Wenn er dann auch da gleich was plantet. Mhm, mhm. So, next. Aha. Haben sie wieder ihre komischen Tricks. Was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich wieder das übliche, ne? Mushroom Eaters, genau. So, dann domestizier mal jetzt ein paar Tierchen. Am besten im Wasser. Vielleicht gibt es da Fische oder sowas. Vielleicht zählt das auch. Schauen wir mal. Aha. Wir haben Fische. Kommen die mit Fischen klar? Vielleicht kann ich hier irgendwelche Seeungeheuer oder sowas domestizieren. Na, aber es funktioniert. Sehr schön. Das ist gut. Aber nochmal Tiere domestizieren kann ich wahrscheinlich... Doch, könnte ich vielleicht da nochmal. Einfach erstmal domestizieren. Ach, ich muss das in the forest domestizieren. Aber jetzt habe ich das schon wieder... Alter, wenn ich die... Wenn ich das nicht schaffe... Hä? Dann stürzt das Spiel direkt ab. Wollt ihr mich verarschen? Was habe ich mir denn da für ein Bitch-Scheiß ausgesucht? Alter, ohne Scheiß. Natürlich eine super erste Folge. Ja, schwarzer Bildschirm ist auch schön zu sehen. Ja, machen wir nochmal kurz eine Pause. Und noch eine einzige Chance hast du, Reus. Dann war's das. So, alle guten Dinge sind drei, sagt man. Das ist ja echt für'n Arsch. Warum das denn die ganze da abstürzt, wenn man einmal dann... Wieso einfach die ganze Welt da zusammenbricht? Was ist denn das für ein Bug? Nein, nicht pausieren. Das ist ja lächerlich. Ist ja richtig ekelhaft. Und vor allem schlecht auch. Wo soll ich denn das wissen? Ich meine, das ist ja das Tutorial, da kann ich doch auch nichts für. Dass ich nicht weiß, dass ich da was planten darf oder sowas. Das hätten sie dann besser erklären müssen. So, jetzt planten wir hier halt die ganzen Scheiße nur.
Ja, bla bla. Fruit. Fruit in die Mitte. So, bleibt der Mongo. Da kommt er angelaufen. Und Peng. Aha. Wir haben Fortron. Fortrun. Ach, guck mal. Oh, da machen wir doch noch mal ein bisschen Erde. Bevor gleich wieder das Spiel abstürzt. Ein bisschen Wasser. So, noch eine Fruit Plant. Ja, machen wir da hin, ne? Ohne Scheiß. Wie schlecht das einfach nur ist bislang. Also das Spiel macht ja, ist halt schon witzig. Aber irgendwie ist es ein bisschen seltsam, dass es arg buggy ist. Wenn ihr mich fragt. So, komm her. Der stellt mir jetzt schön Wasser. Peng, peng, peng. Und dann machst du ja deinen Wald weiter. Juhu. So sieht das doch schon mal wieder viel besser aus. So, jetzt brauchen wir wieder 7, damit die weiter anfangen zu bauen. Komm her. Ich mache jetzt genau das, was da steht. Das war echt seltsam. Da brennt einfach das Haus ab. Und dann stürzt das Spiel halt direkt ab. Das ist auch sehr geil. Juhu! So, wo machen die ihre Granarie? Da. Spezialisierung, bla bla bla. So, jetzt kommen wieder die bösen, bösen Tierchen. Wieder alles platt machen. Was ist denn die Symbiose mit den Tieren? Free Range plus 3 Food if a Blueberry is in Animal Range. Scheiße. Und wie? Wir haben keinen Fruit. Hm. Ja, da kann ich nicht bauen. Scheiße. Ich glaube, die Borders sind gerade größer geworden da vorne. Warte mal, hopp. So, das sieht doch mal richtig gut aus. Aha, also Futter brauchen die Animals in der Nähe, dann gehen die richtig ab. Hier sieht man es jetzt 1 als 1 und hier, bam. Gut zu wissen. So, wie viel brauchen wir denn? 20. 20 sieht gut aus. Die müssten wir ja haben. Die Hühnchen da. Ach, guck mal mit Küken. Wie süß. Die haben alle keine Arme. Die haben ein Dorf mit Armlosen. Ein bisschen komisch. Naja, egal. Da, oh, da haben wir einen Hunter. Jagt er jetzt nicht richtig hart? Komm. Ach, jetzt versteck dich noch nicht hinter dem Baum. Ich will's sehen. Schieß ab. Bestimmt auf, also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall schon das schwerste Tutorial von allen Spielen, die ich je gezockt habe. So, komm, noch ein Ding und dann sind sie fertig. Bau schöner. Jawoll. Nice. So, next. Granary Kornkammer oder sowas? Excellent. Because of your positive influence, the villagers have decreed their ambassador to join you.
The Ambassador wishes to climb upon shoulders of your giants and increase their strength. So, jetzt kommen wir zu... Aha. Nehmen wir den Steintypen, oder wie? Können wir natürlich auch nehmen. The Rock Giant has reawoken, but is in need of a new ability. Ja, welch Wunder. Select the Rock Giant, bla bla Giant, and hier rechts klickt da drauf. Yeah. Select the Rock Giant and use the right mouse to press the text bumble, bla bla bla, haben wir ja. Well done, the Ambassador Spirits has unlocked new abilities within the Rock Giant. Da jetzt sitzt da oben drauf. Ein Schild da oben. Select the patch with the Granary Specialization. So, ja, haben wir. So, wir brauchen hier Mineral. Wie können wir das machen? Specializations are an improved form of symbiosis. The specialization allows the village to gain extra food from minerals placed by the rock giant. Place some minerals within the village borders to boost their resources, but be careful not to break any symbiosis. Okay. Dann setze ich die dahin, oder? Oder dahin. Ne, dahin. Mal einfach gucken. Mineralien. Oh, die sehen aber schön aus. So. Haben wir jetzt. Lava. Und da gibt es auch 16 Futter. Krasser Scheiß. Excellent. The villager's specialization is giving extra food for the Agate. Agate? Was ist denn Agate? A gate? Wohlstand heißt das, Wave, oder? Oh, guck mal, da geht's bis nach unten rein. Ui. The village has grown and developed greatly since you awakened, but you sense there is still life roaming your surface, hoping to find a place to settle. Raise a desert of 10 patches using the rock giants to raise mountain ability. Yo. Machen wir das doch mal da. Peng. Jetzt machen wir also ein kleines Wüstendörfchen. Okay, machen wir das. Während der anderen hier richtig schön vorankommen. Woran sehe ich denn, dass es dann weitergeht dort? Was die brauchen? Okay, sehr witzig. Wieso, wie kann er denn in Danger kommen? Ach so, wenn dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Völker oder sowas sich gegenseitig wegfetzen. So. Hat aber fein gemacht. Aber hier ist Wasser. Okay. Gut. Use the Ocean Giant Domestic Animal Ability to place some animals in the large desert. Komm her. Boom. Dann machen wir da ein paar Animals. Make sure there is enough desert for the village to settle on. Machen wir da noch was hin. Das sieht doch auf jeden Fall so aus, als ob da genug Platz wäre. Dann halt da hin. Oh, die brauchen ja gar nicht lang. Bin mal gespannt, wenn die dann nachher irgendwann richtig Krieg führen oder sowas, wird das bestimmt ganz schön witzig. Mir gefällt das ja hier noch nicht, ne? Mach mal da so einen Blaubeerstrauch hin, der gibt noch ein bisschen mehr Futter. So. Schon mal besser. So, wie sieht's jetzt hier aus? Futter haben wir. Was sind das, Affen? Was sind das denn für Wüstenrennmäuse? Trollolo. Aha! Eine kleine Wüstenstadt. Yep.
Excellent, a new village has settled in the desert. You sense it will start a new project soon. Hammergeil. Was machen die jetzt? Desert. Plus 5 Food for each animals within borders. Nice. Der Schrein. Was brauchen wir denn da? Wealth in use. 0 von 10 und Food in use. Da müssen wir aber was machen. So, Kangaroo Rats. Ach, Kangaroo Rats ist es. Generate 1 food for each patch in their range. The specialization is providing a plus 5 extra food for each animal. It seems this project also requires wealth. Use the rock giant for minerals. Alles klärchen. Hauen wir doch mal ein paar Mineralien da raus. Am besten dorthin. Oder wo ist der? Da sind die Animals, ne? Ja. Machen wir da ein bisschen Wealth hin. 2 von 2, das ist ja nix. Wahrscheinlich muss ich hier echt noch was hinhauen, oder? Hä? Ach, guck mal, eine Synergie auch direkt. Dann machen wir das beide doch nochmal. Muss ja. So, die Känguru-Ratten überrennen unsere Bude. Nein. The quartz you created only generates 10 wealth. This will slowly lead to 10 wealth in use. We can increase this by making sure the villagers activate the mineral. Machen die es nicht? Machen die doch. Alter. Krass. Ach, die gibt's jetzt schon, die Spezialisierung? Oh, das wusste ich nicht. Das ist aber nice. Minerals can generate far more resources if they are activated. Click on the mineral to view the requirements to be activated. It's active. Aha. Plus 8 Tech, if it's next to stone. Ist das Stein? Mountain. Was ist denn Stein? Also es ist auf jeden Fall schon mal aktiv. So, und das müsste eigentlich auch vernünftig dann sein. Next. Raise the wealth in use above 5 to activate the quartz. Steht ja da. Place a second quartz may assist you of this. Dann machen wir das so einfach nochmal hier. So, zack. Peng. So, jetzt haben wir richtig viel Futter und richtig viel Quarz. Well done, your quartzes are now activated. These quartzes will now also have a symbiosis which can give even more wealth. Aha, der Schrein ist fertig, nice. Well done, bla bla. Excellent work. You have performed admirably. The humans have strengthened your core. You have learned about villages, resources, specializations and symbiosis. The time for slumber has once again come open you, and you hope the humans will survive until the next era dawns. You can now go try to lead the humans to different developments in an era game. Developments can unlock new plants, animals or minerals and progress you through the game. There's also a third beginning to learn about greed, transmutations and danger. If you're having any difficulties, you can always select the third beginning in the game select menu. Click to continue and view all developments you achieve during the game.
Ja, sehr schön. Dann haben wir auch die Second Era fertig. Und ja, die Folge ist dann doch etwas länger geworden. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das dann in der nächsten Folge dann den dritten Teil des Tutorials an. Nächste Woche Montag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schreibt einfach mal rein, wie ihr das findet, wenn einfach jeden Tag ein anderes Spiel läuft und wir auch einen festen Tag für ein bestimmtes Spiel haben. Würde mich mal interessieren. Ich bedanke mich, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis morgen bei LOL, tschüss.